Ja, hallo Freunde der Nacht, mal wieder on the road. Heute geht es ja gegen Hannover 96 und ja, also ich weiß auch nicht. Also ich habe so ein Gefühl, als ob es so ein bisschen schon boring wird. Ja, also es wird vielleicht so ein bisschen langweilig. Ich habe mir die PK reingezogen von Hannover 96. Ja, der ein oder andere Stürmer, Vogelsammer, ja, kommt zurück. Und bei dem anderen Sturm weiß man noch nicht. Ja, da sind auch viele, die Langzeit verletzt sind. Egal. Aber irgendwie, es geht da um die goldene Ananas oder so. Ja, wir können ja nicht mehr nach oben, nach unten so richtig. Und Hannover genauso. Ich rechne mal mit einem Unentschieden. Ja, weil Hannover ja, sind ja auch die Remis-Könige der Liga, Leute. Und ich denke mal, so in diesem Bereich werden wir uns wiederfinden. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Ja? Ich hoffe, das Essen ist gut, Wetter ist jedenfalls gut, Stimmung wird gut sein. Wir haben heute eine geile Aktion im Stadion. Ja? Spendet Becher, rettet Leben. Ja? Mit zwei Einrichtungen sind die da und dürfen nachher die Becher einsammeln, ja? Die in Massen in den Innenring geworfen werden. Auf die Tatanbahn. Nicht vergessen, Freunde, ja, schön viel trinken, schön die Becher abgeben oder die Dosen füllen mit ein bisschen Scheinchen, ja. Das ist echt für gute Zwecke. Dann wird der Platte ja verabschiedet. Naja, mal sehen, ob er sich in Zwirn gepackt hat, der Gute. Ich fand ja immer, Platte war so der hübscheste Spieler ever, ja. Er war immer mehr Model. Vielleicht modelt er jetzt auch und lässt das kicken. Aber wir werden ja sehen. Ich glaube, er wird jetzt Papa. Ich weiß nicht, ob er zum ersten Mal Papa wird, aber irgendwie ist da was unterwegs und es wird bald schlüpfen. So sieht es nämlich aus. Vielleicht bin ich auch so dreist, ich weiß es noch nicht, und werde es so gleich in einen Vlog-Highlight-Analysebericht umwandeln, wenn es wirklich extrem langweilig war. Also den haue ich mal jetzt so raus. Vielleicht schneide ich das auch raus. Keine Ahnung. Nein, aber wir werden sehen. Und 7000, weiß ich nicht, 500 Niedersachsen kommen nach Berlin. Naja, genießt das schöne Wetter. Berlin ist eine Reise wert, heute ist Freitag, kann man ein langes Wochenende in Berlin machen. Danach ein bisschen shoppen gehen, morgen, ja, und ans Wasser setzen. Das ist doch immer nett. Bei uns, wir sind der gute Gastgeber. So Leute, dann schauen wir mal, wie es im Olli ausschaut. So Freunde, es ist sehr übersichtlich hier, ja, also Polizeipräsent auch nicht so übermäßig, dass man Angst kriegen sollte. Nein, ich laufe hier zwar mit diesem sogenannten schwarzen Block von Hannover mit, aber das wirkt irgendwie noch ganz niedlich. Also ich glaube nicht, dass es heute irgendwie Stress gibt. Und das Schöne ist, dass ich ja am Südtor rein kann, wie früher. So, diese Traverse, die steht ja immer noch da. Ich dachte eigentlich, es wäre so eine Notbrücke für das Spiel Rostock gewesen, aber naja, anscheinend nicht. Jetzt duscht wir rinnen und mal wieder was futtern. Hunger, Papa hat Hunger. So Leute, Team Bolette ist am Futtern. Neben mir Team Bratwurst. Auch am Futtern. Ja, heute ist ja richtig entspannt hier. Also gleich was zu futtern bekommen, muss man nicht groß anstehen, so muss es sein. Nochmal stärken, bevor es ins Stadion geht. Und naja, ich glaube ja wirklich noch an Unentschieden. Und Nicole, was glaubst du, was heute passiert?
ein lockeres 6-1. Ich frage mal nach rechts, will meine Tochter auch was sagen. Maddie, wie geht's dir aus? 1-1. Ja, die gehen mit Papa konform. Ja, also ich denke auch unentschieden. Aber jetzt esse ich erstmal was. Leute, naja, also das habe ich ja vorher schon gesagt vor dem Spiel, dass das heute ein typisches Unentschieden wird, und es wurde ein Unentschieden. Hertha hat ja in der zweiten Halbzeit eigentlich viel gebacken bekommen, Freunde. Also da können wir mal echt davon reden, dass da schon so ein Gang runtergeschalten wurde, oder? Und dann der Klassiker, Hertha kriegt es immer wieder hin, letzte Minute noch einen reinzukriegen. Ich habe da ja schon vor dem Spiel gesagt, das riecht wieder nach Unentschieden, und es war nachher auch ein Unentschieden, Leute. Ja, also erste Halbzeit sah echt gut aus. Da sind wir viel nach vorne, gut über Rehse, immer drin, aber da wurde der Ball auch nicht. Ja, im letzten Drittel konzentriert, abgespielt und dann zum Abschluss gebracht. War nicht, Freunde, war nicht. Und immer das alte Lied, ja. Wenn man in Überzahl ist, man kann es nicht richtig zu Ende spielen. Also da muss ich zweite, ich sag schon zweite, ja.
da muss sich nächste Saison einiges ändern. Aber egal, Freunde, ich weiß auch nicht, irgendwie ist Luft eh so ein bisschen raus. Unentschieden war klar, Hannover unentschieden auch klar. Ich glaube, dann haben sie ihr 13. Unentschieden, ja. Die spielen einfach gern unentschieden. Naja, was soll ich sagen? Nicht Fisch, nicht Fleisch. Trotzdem war es geil im Stadion. Gute Stimmung. Ja, viele Becher wurden gesammelt. Da kam bestimmt einiges zusammen. Ich bin mal gespannt auf die Auswertung. Und fast 60.000 Zuschauer, Freunde. Das ist ja auch nicht normal. Ja. Na, Juti, dann mal ab nach Hause. In diesem Sinne, Ahoi, Freunde.